Ja, der Fußball war einfach das Wichtigste für ihn und er hat auch sehr viel davon erzählt. Ja, Fußball spielte die erste Rolle sogar. Franz Jacobi ist für mich der wichtigste Borusse, den es in der Geschichte von Borussia Dortmund gegeben hat. Ohne ihn würden wir alle nicht da sein, denke ich. Er hat sich als Ausgangspunkt von Borussia Dortmund gesehen und das hat er auch zu Recht getan. Das ist ein sehr emotionaler Verein und schon in seiner ersten Stunde war er maximal emotional. Die Gründung von Borussia Dortmund ist sicherlich eine, die an Dramatik kaum zu überbieten ist. Man kann sich nicht vorstellen, dass ein Verein unter viel schwierigeren Rahmenbedingungen gegründet wird. Was können wir heute von Franz Jacobi lernen? Dass es sich immer, aber auch wirklich immer lohnt, seinen Ideen und Visionen zu folgen. Die Liebe zum Verein, die Treue, den Mut, gemeinsam mit anderen in schwierigen Situationen die Flinte nicht ins Korn zu werfen, sondern fest zum BVB zu stehen. Und wenn wir das selber als unsere Haltung zum BVB übernehmen, dann setzen wir zumindest in unserem Innern Franz Jacobi ein BVB-Denkmal, das seiner würdig ist.